Noch bis zum kommenden Wochenende glänzt das Dogfest in München wieder mit anspruchsvollen politischen Filmen. Aber auch immer wieder mit sehr persönlichen kleinen Abenteuern. Zum Beispiel einem sehr ungewöhnlichen Dokumentarfilm über João Gilberto, Erfinder des Bossa Nova, Komponist von The Girl from Ipanema. Eine heute 86-jährige Musiklegende der 60er Jahre, die einfach abgetaucht ist. Und der Erfolg war so groß, aber João Gilberto war irgendjemand sehr intim. Der wollte immer zu sich sein. Irgendwann in die 80er Jahre ist er in Rio zurückgekehrt, nachdem er weltweit gereist ist, auch in Europa viel Konzert gegeben hat. Und seitdem ist er dann in ein Hotelzimmer, hat er sich versteckt und ganz zurückgezogen. Ein paar Konzerte gegeben, aber nicht mehr viel. Und kein Interview, niemand hat ihn nicht mehr gesehen. Und das ist jetzt schon 40 Jahre her. Wo bist du, João Gilberto, ist angelehnt an eine Buchvorlage des früh verstorbenen Journalisten Mark Fischer, der auch schon einmal auf der Suche nach Gilberto war. Er soll die ganze Zeit Gitarre spielen, immer dieselben Lieder. Er soll mit Katzen sprechen. Er soll mit Toten sprechen. Er soll den Mond anheulen. Der Regisseur lässt sich durch die Musikgeschichte und durch Rio de Janeiros Straßen treiben, auf den Spuren des Buches von Mark Fischer. João Gilbertos Musik und Seele sind überall präsent. Wo er sich körperlich befindet, wissen nur wenige Eingeweihte, die sein Geheimnis konspirativ wahren. Zum Beispiel seine Ex-Frau, die Sängerin Miúcha. É o amor, o balalá. O balalá, uma canção. A voz soa como sorvete. Uma flauta parece como o canto de pássaro. Quem ouviu o obalalá terá feliz o coração. O amor encontrará. Der Film feiert den Bossa Nova und Brasilien. Fakten, Fiktion und Literatur verschmelzen zu einem zarten Sound. Eine charmante Entdeckung auf dem diesjährigen Dogfest München. Was suche ich denn? Das berühmte Badezimmer? Marc? Juan?